Hallo ihr Lieben, ja, wie ihr vielleicht im Titel schon gesehen habt, ich fahre heute nach Hamburg mit einer Freundin, wir haben beide heute frei, Samstag, und ja, ich wollte euch mal mitnehmen und wir wissen selber noch nicht, was wir da machen, ein bisschen spazieren gehen, vielleicht ein bisschen was shoppen, was essen, also einfach so einen entspannten Tag und ja. So, jetzt gönnen wir uns noch ein kleines Frühstück, hier schön Kaffee, Brötchen, damit wir auch gestärkt sind in Hamburg, ne? So, wir sind jetzt auf dem Weg nach Hamburg. Ja, ich zeige euch mal meine Freundin. Das ist die liebe Madeleine. Ja, wir sind auf der Autobahn. Das Wetter hier in Hannover noch, wir sind noch in Hannover, ist richtig scheiße. Richtig, richtig scheiße. So sieht es ja aus, richtig diesig. Nieselt auch ein bisschen. Aber wir hoffen, dass es in Hamburg schöner ist. So, wir sind jetzt angekommen. Wir stehen im Parkhaus. Das Wetter ist ein bisschen enttäuschend hier, finde ich. Wir hatten es ein bisschen schöner vorgestellt. Vielleicht wird es ja noch. Und ja, wir waren noch ein bisschen im Stau, also ein bisschen nervig. Aber jetzt wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen. Wir waren jetzt gerade ein bisschen Schaufenster bummeln in den Läden, die wir uns nicht leisten können. Bei Louis Vuitton haben wir geguckt und bei Rolex. Und ja, da waren wir noch, wo waren wir drin? Bei COS oder sowas. Aber ja, wir haben leider nicht so viel Budget. Und jetzt gehen wir in die Bereiche, wo wir einkaufen können, zu H&M und sowas, was wir uns auch leisten können. Jetzt sind wir gerade hier. Ich habe gerade keine Orientierung, weil ich orientierungslos bin. Jetzt laufen wir hier gerade so lang. Hamburg bist du direkt am Meer. Ja, voll schön. Es ist nicht so, als wären wir das erste Mal hier, ne? Aber wir freuen uns trotzdem. Voll die Touris. So, jetzt sitzen wir hier schön am was ist denn das hier? Am Fluss? Keine Ahnung. Fluss vor allen Dingen. Fluss? Wasser? Am Wasser sitzen wir. Guck mal, die Schwäne. Schöne Schwäne. Kinder. Sehr schöne gut. Vanillalatte. Wow. Von? Darf man nicht sagen, ne? Doch, von Starbucks. Starbucks. Wir waren gerade bei Starbucks. Und? Cool sind die Halterungen. Und Vicky. Hier ist Vicky. Jawohl, geil. Und Madde. Ja, ich glaube, die haben das nicht so, ne? mit Schreiben, aber das macht auch nichts. Ich weiß, wer gemeint ist und lecker. Jetzt ist das Licht super. Was ist denn jetzt noch der Plan? Shoppen. Ich muss noch zu Shoppen Mac. Shoppen ohne Geld. Shoppen ohne Geld. Und ich muss noch zu Mac. Was willst du da kaufen? Neuen Lippenstift. Ich hoffe, ich finde einen in der Farbe, die ich brauche. Ganz bestimmt. Ja. Du hast auch noch nicht schon alle Farben, ne? Nein. Die habe ich noch nicht. Passend zum Nagellack. Warte, wir beißen uns gar nicht. Nein, gar nicht. Alles klar. Cut. Oh, lecker. Mm. Tipps immer noch. Guten Hunger. Danke. Fix und fertig, nachdem wir hier gerade hochwertige Schuhe gekauft haben. Und es gibt echte Hohlbratzen. Ja. Sehen wir hier einen schönen Zeltplatz mitten in der Stadt. Ich glaube, wir machen mal ein Päuschen und liegen schlafen, oder? Ja, vielleicht kann man da ja auch schlafen. Wir wissen es nicht. Aber anscheinend leben hier Menschen auf diesem Platz. Und das ist amüsant, finde ich. Ja, und was ist jetzt der Plan? McDonald's. McDonald's. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal, gehen ins Parkhaus, holen das Auto und für sage und schweige nur 15 Euro. Für 15 Euro haben wir hier gebraucht. Okay, Schluss mit lustig jetzt, ne? Tot ernst. Todernst sind wir jetzt. So, jetzt gucken wir nochmal.
Wir ziehen jetzt nach Hamburg, haben wir überlegt. Schön am Hafen. Wir haben ja so ein bisschen Wasser ausmachen kann, ne? Ja, Wasser ist toll. Außer wenn die Kamera wir auf reinschaltet. Die Steine? Nein. Ich möchte nicht auf die Steine. Solche Sachen, ne? Wir waren noch bei Rossmann. Ja, ich habe gekauft bei Rossmann von Rivalde Loop diese, keine Ahnung, Edding Lippenstifte. Weil ich habe sie mir schon mal eingekauft, den habe ich verloren. Dann habe ich mir dieses T-Shirt gekauft in Grau. Und aus der Herrenabteilung, so ein ganz cooles T-Shirt. Ja, das ist so blau. Blau-grau meliert, gestreift, hat so kurze Ärmel und ist so oversize-mäßig. Ich finde das sehr schön, das habe ich gekauft. Dann habe ich noch besorgt den Lippenstift von MAC, den ich haben wollte. Oder einen, ich habe mir da auf jeden Fall einen ausgesucht. Ich dachte immer so ein bisschen orange wäre schön. Ich kann mal die zeigen. Es ist morange. Schön orange. Ja, das ist damit fokussiert, ja? Das ist nicht scharf. Genau, den habe ich gekauft für 19 Euro. Und dann habe ich mir noch Schuhe geholt von so einem Billigschuhladen. Ja, sieht ja jetzt schick aus. Wo die Verkäuferin ziemlich dämlich war. Ja, bei der dämlichen Verkäuferin habe ich mir diese Sandelchen gekauft. Diese fand ich ganz süß. Für 13 Euro. Also schön billig. Und ein schönen Fake Burberry Schal. Also hier so ein Schal mit, oh, der stinkt aber. Oh. Mit ja, so diesem Muster halt weiß, rot, schwarz für 7 Euro. Ja, damit gar nicht so besonders viel gekauft. Oh, gleich wieder die Kamera runter. Wir haben jetzt gar nicht so viel gekauft. Warum eigentlich nicht? Haben wir nicht so viel gekauft mit denen? Weil wir arm sind. Weil wir arm sind, aber nicht so viel gekauft. Ja. Ich hatte auch, wir waren auch noch bei COS. Da habe ich ein schönes Kleid gesehen. Aber leider haben meine. Ratze, dicke Titten! Haben meine kleinen Brüstchen nicht reingepasst. Das war richtig schön. Wie spät ist es jetzt eigentlich? Es ist 17.55 Uhr und wir werden ungefähr um 19 Uhr in Hannover sein und haben jetzt noch Lust, irgendwas zum Essen zu kaufen. Ja. Geiles Haus. Wollen wir da einziehen, Madeleine? Nee. Tonight.